Heute gibt's Kassler überbacken mit einer Doppelladung Käse. Wie man das Ganze macht, zeige ich jetzt. Viel Spaß dabei. So, für unseren überbackenen Kassler benötigen wir natürlich ein paar wunderschöne Kasslerscheiben, geriebenen Käse, nehmt da den, der euch am besten schmeckt, Rinderbrühe, Paprika, Sambal Oleg, Tomatenmark, Bacon, Schmelzkäse mit Kräuter, Zwiebel, die habe ich schon skalpiert, und Öl zum Anbraten. Als erstes werde ich den Bacon und das Gemüse kleinschneiden. Eine ganz wichtige Zutat habe ich gerade leider unterschlagen, und zwar hier, so eine Porree-Stange. Wir brauchen nicht das Ganze, ich denke mal so die Hälfte reicht. Fangen wir an. So, die Schnibbelarbeiten wären erledigt. Machen wir direkt am Grill weiter. So, die Pfanne ist aufgeheizt. Jetzt folgt ein Tröpfchen Öl. Zwei. Sollte reichen. Direkt hinterher der kleingeschredderte Bacon. Oder die Baconscheiben. Kurz darauf folgt auch schon die kleingeschnittene Zwiebel. Kurz darauf kommt das Tomatenmark dazu und wird auch ein wenig angeröstet. Wenn auch das geschehen ist, folgen Paprika und Porree. Erstmal Paprika. So, nachdem Porree und Paprika ein wenig weich geworden sind, folgt jetzt der Schmelzkäse. So, jetzt noch die Rinderbrühe dazugeben. Ich glaube, das reicht erstmal. So, das Ganze schmurgelt bei kleiner Hitze vor sich hin. Jetzt nur noch Sambal Oleg dazugeben. Natürlich ganz nach Geschmack. Sollte schon reichen. Jetzt nur noch probieren und gegebenenfalls ja, nachwürzen. Also Salz muss da gar nicht ran. Ich werde noch ein bisschen Pfeffer dazugeben.
Dann noch ein Hauch Knoblauchpulver. Ja, reicht schon. Abermals umrühren. Die Soße wäre somit fertig und kann erstmal kurz zur Seite. Die Kasslerscheiben habe ich in der Zwischenzeit in so eine Auflaufform gepackt. Die werde ich indirekt auf den Grill legen. Also hier hinten ist die Kohle. Hier packe ich sie drauf. Jetzt folgt die Soße, gleichmäßig verteilen. Jetzt nur noch den geriebenen Käse drüber streuen. Jetzt nur noch den Deckel drauf und das Ganze für ungefähr, ja, ich denke mal 20, 25 Minuten überbacken lassen. So, nach jetzt 25 Minuten werde ich den Grill mal öffnen. Jawohl, so sollte das Ganze anschließend aussehen. Tja, dann werde ich mein Tellerbild zaubern. Und schon geht's los. Cheers. Kann man durchaus so machen. Noch ein Stück. Total genial. Die Kombi mit dem Lauch, Paprika. Der Bacon kommt natürlich auch durch. Klasse. Und allervorletzten. Solltet ihr ebenfalls mal Bock darauf haben, dies nachzumachen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Die genauen Mengenangaben schreibe ich wie immer unten in die Infobox. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Macht es gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.